Einen wunderschönen guten Morgen, dann nochmal zusammen, 8.34 Uhr am 23. März. Es ist Donnerstag 2023. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX-Trade vor und wir starten mit der Big Number 15.200, 0,011 zu 0,011. Das heißt, das ist die erste Falle, die wir versuchen zu stellen, den Markt bei 15.207 Long, 15.193 Short. Wo sind die Zielmarken? Einmal hier oben 50, einmal hier unten Daily Pivot, dann haben wir noch eine Etage, die Big Number und Gap ist auch noch da, hier die Zone, wenn wir in Richtung Süden gehen sollten, ja, Richtung Long ist erstmal die 15.250 und dann das 61,8 Retracement bei 15.305. Gestern die Zinsentscheidung. Wir haben eine Trading Range gestern gehabt von 228 Zähler. Das ist in Ordnung. Ja, und wir sehen gestern Abend dann nochmal Bewegung. Einmal rauf, dann erst wieder runter. Ja, und mal gucken, wie die Tendenz hier weiter vonstatten geht. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf Strecke, versuchen dann ein bisschen mehr mitzunehmen im Markt und der andere Bereich sind die Wohlerboxen. Wo wird sie erwartet? Bei 15.307, das heißt oben, da müssen wir also ab 9 Uhr kommen die rein. Tiefere Box wird sein bei 15.069, das heißt entweder oben oder unten. Ja, für die Wohler-Boxen. So, jetzt muss ich einmal den Chart hier abändern, denn wir sind ja im Blue Box Trading. Und wo haben wir dich denn? Hier. Das heißt, das ist die richtige. Und das ist der richtige Chart. Den Blue Boxen. Schieb das mal ein bisschen rüber. Und wünsche Ihnen gutes Gelingen. Ja, Werbung in eigener Sache. Wer Lust hat, heute 17.40 Uhr bin ich Speaker oder 17.20 Uhr beim Finanzkongress. Und das Ganze ist online. Und wer also Lust hat, heute dabei zu sein, kann sich dann beim finanzkongress.de, glaube ich, anmelden. Heute starte ich dann. Ja, es läuft schon die ganze Woche. Und wir gucken mal hier. Ich habe das. Das ist das Donnerstagsprogramm. Mal rüber. So. Programm. Tag 3, Tag 4. Da bin ich. 17.20 Uhr bin ich dran. Trading als Nebenjob. Also da wisst ihr, geht um die Tagesstrategie. Wer also Zeit hat heute. Ja. Das sind die Bereiche. Finanzkongress. Also, wir bereiten uns vor. Big Number ist platziert. 15207, 15192 Short und MTX ist schon in Gewinn gelaufen. Sieben, sechs, 5, 4 und los geht's. 9 Uhr. Noch sind wir nicht im Markt und wir sehen die Wohlerboxen hier vorne. Das heißt von hier bis dorthin 30 Punkte. Das heißt wir bleiben hier. Oh, das sind ja. Da muss ich jetzt mal schnell die Wohlerbox auch ändern auf 15 wieder.
ersten Anlauf. Im ersten Anlauf ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Wir gehen nochmal hier die Zielmarken durch. Wohin soll der Markt laufen? Einmal hier und einmal hier in diese Richtung, Daily Pivot. Erster Trade Short. So, wir sind jetzt 9.05 Uhr im zweiten Trade, jetzt gehen wir auf angepasst, MTX, haben wir vorhin das Signal gehabt, heute Morgen schon. Wir legen jetzt unseren Fokus auf diesen Trade hier. Zweiter Trade ist immer noch leichtes Handgepäck. So, wir sind jetzt mit 0,02 im Gewinn bei der ersten Unterstützungszone. Dann gehen wir raus. 70 aktuell und fehlt noch ein Punkt. Wir wollen wahrscheinlich jetzt alle raus. MTX, haben leider keine Sonne. Daily Pivot steht auch vor der Brust. So. Daily Pivot hier. 65 gehandelt. Und
Auto. Und wir sind draußen. Order History Indikator. Daily Pivot ist die erste Zielmarke. Dort sind wir erstmal raus. Das war der Eröffnungstrade. Ich wünsche euch allen noch einen schönen, schönen Tag und wünsche euch gute Trades.